Hat er gut gemacht. Der ist aber gut. Die Reifen haben gequietscht. Die Lena mag die A-Klasse auch. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde des gepflegten Motorsports. Wir melden uns mit einem neuen Video und zwar von einem sehr, sehr besonderen Ort. Es geht heute um die brandneue A-Klasse. Vierte Generation ist angesagt und wir sind am Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart. Und wenn wir schon mal hier sind, dann könnten wir doch eigentlich mal einen ganz kurzen geschichtlichen Abriss von der A-Klasse machen. Wir fangen an im Jahr 1997. Da ist die A-Klasse rausgekommen und der Matthias sollte da eigentlich Abitur machen, fällt mir da gerade ein. Hat er dann aber erst 98 gemacht. Die Gründe erzähle ich vielleicht später irgendwann mal. 97 ist die A-Klasse auf jeden Fall rausgekommen. Und im gleichen Jahr, und das dürfen wir leider an dieser Stelle auch nicht aussparen, ist das Fahrzeug leider beim Elchtest umgekippt. Macht nichts. Denn 98 haben die Jungs von Mercedes-Benz ESP serienmäßig eingebaut. Und dann 99, boom, Bestseller, über 100.000 Autos verkauft. Also, das Ding läuft gut und wie der neue läuft, das gucken wir uns heute an. Und zwar mit eurer Hilfe, denn ihr habt mir auf Instagram Fragen gestellt und die werden wir heute beantworten. Und damit ich mich dabei nicht verhaspel, habe ich tatkräftige Unterstützung mitgebracht in Form von Lena. Hey. Servus, grüß dich. Lena ist die Produktmanagerin von diesem brandneuen Fahrzeug und du weißt alles. Genau. Bist du dir ganz sicher, dass das so ist? Ich denke schon. Okay, lass uns mit dem Design anfangen, weil da hat sich einiges getan, ne? Genau, also von vorne siehst du wahrscheinlich direkt, dass wir jetzt die Power Domes vorne auf der Motorhaube haben. Finde ich geil. Ich muss einmal ganz kurz nachgucken, ob man sie während der Fahrt sehen kann. Ja. Oh yes. Das ist wirklich, finde ich, bei diesen Autos, die Power Domes haben, du trägst so richtig so eine schöne Macht vor dir her. Sportlicher, dynamischer, genau deswegen auch die steile Sharknose, die ist jetzt ein bisschen nach unten abgeflachter. Ja. Das ist wirklich auch noch mal sportlicher macht. Ist auch was ich an der A-Klasse liebe, weil wenn man sich da mal so hinkniet, gerne auch von der anderen Seite, das wirklich zieht sich weit runter und du hast wie so ein Haifischmaul halt. Ja. Sharknose. Ganz genau. Dann, wenn wir hier noch einmal ein bisschen weiter rumgehen, siehst du wahrscheinlich auch direkt, wir haben einen neuen Kühler drin. Ja. Überarbeitet mit den Mercedes-Benz-Pattern. Das waren davor unsere kleinen Dots. Genau, hier haben wir jetzt lauter Mercedes-Sterne und da schließt sich gleich die erste Frage an aus der Community. Wie viele Sterne sind denn da vorne drauf? Was schätzt du denn, lieber Matthias? Ja, wir haben natürlich schon mal so ein Auto gedreht, der einen ähnlichen Kühlergrill hat. Und der hatte damals, warte mal ganz kurz, ich zähle mal eben nach, ob das hier auch so ist. Lass dich nicht ablenken. 21, also ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob der Stern und der Stern dabei ist, aber ich glaube, dass es 248 Sterne sind. Korrekt. Sehr gut. Und mit den beiden Sternchen sind es die 250. Mit den beiden sind es 250. Genau. Okay, Frage beantwortet. Tschick, tschick. Hat er gut gemacht. Ja. Front ist aggressiver geworden, liegt, glaube ich, auch mit an den Scheinwerfern. Korrekt. Was hat sich da geändert? Scheinwerferdesign bekommen. Die Außenkontur, die ist gleich geblieben, da hat sich nichts verändert. Warte ganz kurz, die Außenkontur ist quasi die Form des Scheinwerfers an sich. Korrekt, ja? Genau, gleich geblieben. Hier haben wir jetzt die Multibeams, die haben beispielsweise zwei zusätzliche neue Leuchtdots, ja, die du hier siehst. Die beiden kleinen hier unten drunter? Ganz genau. Und dann haben wir hier oben eine Kante wirklich schön klar unterstützt, die Sharknose, würde ich sagen, oder? Also ich bin kein Designer, aber das ist so, es ist schlüssig, wenn man sich das Ganze anguckt. Nochmal ganz kurz zur Front. Er sieht schon schärfer aus. Also es ist jetzt nicht so, ja gut, hier ein bisschen, da ein bisschen Kosmetik, sondern das Auto sieht schon anders aus und du erkennst sofort, dass es ein neues Auto ist. Ja, das wollten wir erreichen. Habt ihr gut gemacht. Danke.
Was haben wir an der Seite? Wir haben insgesamt 4 neue Felgendesigns zur Modellpflege. Die sind jetzt hier leider nicht mit dabei, aber wir haben 2 17 Zoller und 2 19 Zoller. Ja. Genau, und was dir hier vielleicht auffällt, wir haben hier eine größere gelochte Bremsscheibe. Das liegt daran, dass wir hier das Technikpaket mit dabei haben. Ah, was glaube ich sehr, sehr gut ist, weil wir haben hier ein Auto, also ein Paket nenne ich es mal, was ich sehr gerne mag. Nämlich wir haben ein kleines, leichtes Auto, 1505 Kilo wiegt er. Und wir haben aber 224 PS. Korrekt. Und das ist was ich sehr, sehr gerne mag. Kleines Auto, großer Motor, das macht immer Bock. Und ich freue mich sehr, wenn wir nachher fahren gehen. Ich freue mich auch. Okay, deswegen ist es auch geil, dass wir die große Bremse drin haben. Ja. Mega. Extra für dich. Wahrscheinlich auch gut so. So, wir kommen ans Heck. Und da sehen wir natürlich neue Heckleuchten. Genau, gut erkannt. Auch genau das gleiche wie vorne mit den Scheinwerfern. Aber mit einer Ausnahme, wir haben jetzt serienmäßig die LED-Heckleuchten mit dabei. Das gab es bei den Vormodellen nicht. Okay. Finde ich super. Ganz viele Leute haben auch gefragt, was ist eigentlich mit Platz in der A-Klasse? Ich habe es schon gesagt, ist ein kleines Auto mit einem großen Motor, sehr, sehr gut. Aber wir brauchen natürlich zumindest mal so eine Grundausstattung an Platz. Genau. Ein paar deiner Follower haben tatsächlich auch gefragt, ob du in den Kofferraum passt. Was ich eigentlich sehr gerne ausprobieren würde, wenn du mitmachen würdest. Ja, mein Heli kommt gerade, ich muss los. Ich helfe dir auch. Ernsthaft jetzt? Habt ihr das wirklich gefragt? Ja, und zwar nicht oder nur einmal. Oder hat sich Lena das ausgedacht? Ob ich da reinpasse? Ja. Ja klar, passe ich da rein. Willst du es probieren? Oh. Also warte. Nee, so rum? Nee. Das ist wie wenn du in so einen Sportwagen einsteigen musst, ne? So, also. Kannst du einmal zumachen, Lena, bitte? Aber natürlich. Ja? Wir fahren dann mal los, Matthias. Tschüss. So. Ich sag mal so, ein Malmedy passt rein. Sehr gut. Wie viele Liter sind das? Also wie viele Liter bin ich? Genau, also ohne die umgeklappten hinteren Sitze haben wir 355 Liter. Wenn wir die Sitze im Vor umklappen, haben wir 1195 Liter. Okay, das ist auf jeden Fall genug Platz. Dann würde ich sagen, gehen wir einmal hinten rein. Nee, ja. Wir machen den Test, wie wir es sonst auch immer machen. Mein Sitz ist eingestellt. Na, ein bisschen gehe ich noch nach hinten. Ja. Sowas. Dann das Lenkrad raus. Oh, das ist aber richtig sportlich, die Sitzposition, ne? Ja. Also kann man sich natürlich mega gemütlich einstellen, aber das ist richtig sportlich. Alter, ich liebe ja dieses Alcantara, ne? Und kannst du jetzt da hinten noch sitzen? Ich habe ja wirklich lange Beine, aber ich habe hier immer noch genügend Platz zu deinem Sitz. Das gibt's ja gar nicht. Kompaktfahrzeug. Hä? Ja. Sehr schön, dann würde ich sagen, fahren wir mal, oder? Sehr gerne. Darf ich? Du darfst. Sehr gut. Abfahrt. Einmal anschnallen. 48 Volt hat er, ne? Korrekt, sehr gut erkannt. Hat er. Okay, let's go. Also als allererstes mal dieses Lenkrad. Multifunktions-Sportlenkrad, ja. In Ledernapper. Und ein abgeflachter wie unser Einstiegslenkrad für den Ecktyp. Hat er. Genau, und die neuen Touch-Oberflächen und Bedieneinheiten. Ich würde so gerne sofort drauflatschen, ne? Weil 224 Pferdchen sollten mit diesem 1500 Kilo Ofen sehr viel Spaß machen. Von 0 auf 100 in 6,3 Sekunden. Ne? Darfst du nachher ausprobieren, wenn du willst. Aber das hier ist, würde ich jetzt mal sagen, so die vernünftige, das ist so ein bisschen wie ein kleiner AMG, ne? Ja. Also das ist schon 360 Newtonmeter oder 350? 350. Das ist 350 Newtonmeter. Genau. 224 Pferdchen, das ist schon, das ist die sportlichste Variante vor AMG, oder? Genau, ja. Größte Motorisierung, 250er. Da geht es sehr, sehr gut. Komfortabel, die Sportsitze? Ja, sehr. Und es gibt auch noch mal ein bisschen komfortabler mit unseren Komfortsitzen, die wir jetzt auch in der Basisvariante schon mit dabei haben. Ist das ein extra, der Komfortsitz? Nee. Also der Komfort kommt immer? Genau. Das ist jetzt auch neu zur Modellpflege, dass die Komfortsitze standardmäßig mit dabei sind. Ah. Wir haben eine sehr, sehr schöne Landstraße ausgesucht mit so ein paar 360-Grad-Kurven. Und da freue ich mich jetzt schon drauf. Ich mich auch. Alter. Ja, wirklich gut. Und das Geile ist, wir haben jetzt schon Allradantrieb, ne? Das ist halt... Genau. Ich finde, das macht so ein Auto nochmal... Also, ich mag Heckantrieb lieber. Aber ein Auto mit Allradantrieb in der Kompaktklasse, das macht einfach komplett Sinn, finde ich. Weil du halt ganzjährig immer weißt, dass du weiterfahren kannst. Mhm. Du wirst halt nie dastehen und dir denken, ach Mist, jetzt irgendwie doof.
mit Allrad kommst du immer weiter. Und das ist so eine Sicherheit, die die ganze Zeit mitfährt, finde ich. Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Also was mir auffällt hier durch die Stadt fahren, ne, über den Gullideckel, ist ein sehr, sehr entspannter Dämpfungskomfort. Mhm. Das war ein Gullideckel. Fühlt sich tatsächlich an wie mindestens eine Autoklasse größer. Vielleicht sogar zwei. Also das ist krass. Was ist dein absolutes Highlight? Was ist dein größter Unterschied, wo du sagst, das ist das Beste an der neuen A-Klasse? Für dich ganz persönlich? Ich liebe die Front. Ja. Ich liebe die Sharknose, ich liebe die Power Domes, ich liebe die neuen Felgen. Das ist einfach alles sportlicher, aggressiver. Also ich bin big in love. Das ist sehr komfortabel, geräumig, entspannt. Volle Hütte ist jetzt natürlich auch hier angesagt. Ja. Kostet natürlich dann auch dementsprechend, aber wir haben, ne, elektrische Sitze hier, Vollspec, Lenkrad, das neue NTG 7. Korrekt. Ja, Sportsitze, es ist volle Hütte, das Ding, ja, ne? Ja. Also hat fast alles, oder? Ja, genau. Also wir haben hier jetzt natürlich auch nochmal ein paar Ausstattungspakete mit rein, extra für dich, dass wir die auch testen können, aber wir haben auch schon sehr viel im Basistyp. Ausstattungspakete. Das Ding ist ja, bei Mercedes wird jetzt gerade alles umgestellt, dass du nicht jede Kleinigkeit einzeln bestellen musst, sondern es kommt in sinnvollen Paketen. Ja, wir haben, ne, funktionale Ausstattungen, die vom Kunden häufig zusammengekauft wurden, paketiert sozusagen. Mhm. Und dann ist es einfach auch noch leichter für den Kunden, dann im Konfigurator sein Fahrzeug so zu konfigurieren, wie er möchte. Apropos Konfigurator, kann ich den jetzt schon konfigurieren? Aber natürlich. Ist wirklich schon offen? Ja. Der wurde letztes Jahr im Oktober ja schon vorgestellt. Ja. Das heißt, die Kunden können jetzt schon online sich ihr Fahrzeug selbst konfigurieren. Fahrverhalten. Wir sind jetzt beim Fahrwerk schon auf Sport. Das Ding ist, dass... Ja, ist aber gut. Die Reifen haben gequietscht. Die Reifen haben gequietscht, das ist alles in Ordnung. Das ESP hat mich sanft eingefangen. Also nicht so erst rutschen und dann so eingefangen, sondern er hat quasi dafür gesorgt, dass wir erst gar nicht ausbrechen. Also quasi vorgedacht, das ESP. Was ich mega gut finde, ganz im Ernst. Klar, ne, würde ich lieber ohne fahren, wisst ihr alle. Aber das Ding ist, das muss man dann auch können und auf der öffentlichen Straße darf man das auch gar nicht. Und deswegen ist das vollkommen okay so, dass das ESP so einen Sport-Button hat und man quasi eine etwas längere Leine hat. Dass der, wir können es jetzt noch mal ausprobieren. Schöne Wechselkurve hier. Geil. Das Auto fährt genau die Linie und jetzt hast du gemerkt, gibt er wieder das Gas frei und wir beschleunigen voll durch bis 100. Und zack, liegen die 100 an. Also die 6,3 können wir jetzt heute nicht nachmessen, aber das glaube ich dem Auto auch so. Ich finde, genau so muss ein in Anführungszeichen normales Auto fahren. Sportlich, aber sicher. Ja. Wir gehen mal auf Eco. So, und jetzt sehen wir, das Auto rollt und jetzt geht das Auto aus. Der Motor ist off, alle Sachen gehen weiter, ne? Natürlich. Servolenkung ist weiterhin am Start und Bremse und ist alles da, ne? Dank 48 Volt Bordnetz. Korrekt. Aber wir segeln jetzt und zwar seitdem ich angefangen habe zu reden. Ja, das haben wir dem riemengetriebenen Startergenerator zu verdanken, den wir jetzt auch zur Modellpflege neu dabei haben. Ja. Der ermöglicht eben dieses Segeln bei ausgeschaltetem Verbrennungsmotor. Da fährt man dann meistens so zwischen 50 und 80 km/h, so wie du jetzt. 55, obwohl hier 70 ist, aber es ist leicht abschüssig. Hinter uns drängelt keiner, also können wir so weiterrollen. Ja, ist sehr angenehm. Benzin sparen. Genau. Ganz ehrlich ist, du kannst ja im Alltag nicht mit so einem riesen Koffer rumfahren irgendwie die ganze Zeit. Mhm. Und das hier ist, das ist eine schöne Mitte so. Ja. Wenn du mich gefragt hättest, so, was erwartest du von der A-Klasse, hätte ich gesagt, ja, klein, sportlich, kompakt, irgendwie wieselflink so. Und das ist der auch. Aber dass der so komfortabel gleichzeitig ist, hätte ich niemals gedacht. Eine Zuschauerfrage war, was ist mit dem Touchpad passiert? Ja, sehr gute Frage, weil wir jetzt das neueste Multimedia-System an Bord haben mit NTG 7. Ja, das ist das hier, beziehungsweise genau, das, was dahinter versteckt ist. Ganz genau. Und durch diese intuitiven Bedienoberflächen über Touch und auch durch dein Lenkrad, ja, und durch Herr Mercedes. Ich hoffe, ja, bitte. Sie hat sehr gut zugehört. Abbruch. Ist das System so leicht zu bedienen, dass das Touchpad mehr oder weniger hinfällig geworden ist. Da wir ja wissen, was unseren Kunden wichtig ist, haben, ja, wir beispielsweise weiterhin die Drehwalze fürs Volumen
und den Dynamic Select Schalter und das Parkpaket. Also hier unten, der finde ich mega wichtig, einfach für die Lautstärke von der Musik, ja. Navigation und so weiter und so fort, dass du da einfach ein Drehrad hast, dass du da nicht irgendwas machen musst, sondern, oder, ne? Ja. Sondern wirklich ein haptisches Rändelrad, so nennt man das, glaube ich. Genau. Das funktioniert super genial und ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich am meisten Lenkrad und Sprachbedienung mache. Ich das auch. Touchpad habe ich wirklich selten benutzt. Ja, so ging es uns und den Usern auch. Deswegen ist es weg einfach. Ja. Hab dann ein schönes Ablagefach gemacht. Genau, da passen Handys rein. Handy reinlegen. Bonbons kann man da hinlegen. Ganz genau. Sonnenbrillen kann man da hinlegen. Genau. Zusätzliches Ablagefach. Also ganz ehrlich, die Sportbremse finde ich richtig gut, hat einen schönen Druckpunkt. Aber ist jetzt auch nicht so, dass man als Nicht-Rennfahrer sozusagen hier irgendwie so im Auto drin sitzt, ne? Sondern dieses wirklich schön fein dosierbar, definierter Druckpunkt, was eigentlich schon zu gut ist für so ein Auto, sage ich jetzt mal so. Ja? Weil, zu gut gibt es nichts. Ja, ich weiß, aber das ist überraschend sehr gut, sage ich jetzt mal so. Und was das Fahrverhalten anbetrifft, sensationelle Spreizung zwischen Sport und Komfort. Das Auto fährt sehr neutral durch die Kurven und wenn es zu gefährlich wird, wird es leicht untersteuernd. Aber eigentlich bleibt der immer neutral und ja, das ist einfach, das ist ein super sicheres Fahrverhalten. Macht echt Spaß. Ich sehe hier vorne Displays, die mir sehr, sehr viel Spaß machen. Wir haben Touchbedienung, ne? Ja. Wir haben jetzt auch serienmäßig das 10,25 Zoll zentrale Display und optional kannst du auch dein Fahrraddisplay in 10,25 Zoll haben. Das ist jetzt 7 Zoll in der Basisvariante. Wir haben jetzt hier aber zwei 10,25 Zoll. Also wir haben das große angekommen. Genau. Sehr gut. Aber natürlich. Handyanbindung. Ja. Ist jetzt tatsächlich hier Apple CarPlay und so weiter und so fort kabellos. Ja. Auch ab Modellpflege neu mit dabei. Ach, genau. Ich liebe es. Ja, jetzt probieren wir mal Einparken aus. Glaubst du, das funktioniert? Aber natürlich. Ja? Ja, wir haben die neueste Generation vom Parkpaket mit dabei. Okay, wie geht das? Das zeige ich dir gleich. Parkassistent. Ganz einfach. Funktioniert hier drauf. Ja. Wow, was ist das denn? Das ist die neue 360-Grad-Kamera, ja, die einen 3D-Rundumblick von der Vogelperspektive auf das Fahrzeug ermöglicht. Und da kannst du wirklich, wie du möchtest, ums Fahrzeug. Alter! Rumgehen. Genau. Also kann ich mir hier quasi angucken, okay, da links, da liegt irgendwie ein Stein. Ja, damit deine will Felgen... will ich nicht die Felge kaputt fahren? Ja. Ja, das ist gut. Ganz genau. Hi. Krass. Ja. Alter, das ist richtig gut. Okay, und dann aktivieren wir jetzt hier den Parkassistenten? Ja. Und los geht's. Okay, fahren wir mal. Ach so, jetzt muss ich, ist ja noch nicht automatisch, ne? Perfekt. Zum Einparken anhalten, Start, die Taste drücken. Okay, warte mal. Der hat den Blinker reingemacht? Ja. Er hat den Rückwärtsgang reingemacht? Ja. Und jetzt? Du darfst dich zurücklehnen und vom Gas gehen. Von der Bremse gehen. Magic. Jetzt korrigiert er sich selber nach vorne. Ja, wir standen halt zu, ich bin direkt stehen geblieben. Ja. Ein bisschen zu früh stehen geblieben. Aber er macht es wirklich komplett von alleine. Springt dann auch immer in den Kameras, dass du es verfolgen kannst. Alter. Hat schon was. Nochmal kurz Korrektur, bam, bam. Stellt er sich genau gerade rein und bremst selber. Motor aus, du darfst aussteigen. Der hat P reingemacht. Ja. Höchster Komfort. Ja, das ist echt gut. Ja, das ist gut. Ja, okay, dann können wir jetzt weiterfahren, ne? Geil. Was ist hier mit autonomem Fahren? Gibt es irgendwelche neuen Assistenten? Ja, wir haben beispielsweise unseren Spurhalteassistenten überarbeitet, ja, weil der hat immer durch einen ESP-Eingriff das Auto wieder zurück in die Fahrbahn gelenkt. Ja. Und jetzt haben wir wirklich einen Lenkungseingriff oder beziehungsweise einen Lenkeingriff, was es nochmal komfortabler für unsere Kunden macht. Das ist wirklich krass. Das Auto macht mich sehr zufrieden. Ich sitze hier drin, der hat genug Power, ist aber auch so intelligent, dass er jetzt zum Beispiel gerade das Segeln anfängt, Motor ist aus, alle Systeme arbeiten natürlich weiter. Das Ding fährt 250 auf der Autobahn. Du hast mehr oder weniger gut Platz für zwei Leute, die 1,80 groß sind hintereinander. Oder sehr, sehr viel Platz,
für ein Pärchen mit zwei Kindern. Kofferraum passt auch. Das ist ein Jeden-Tag-Auto. Mhm. Dieser Wendekreis, Digga. Die Lena mag die A-Klasse auch. Vielen Dank fürs Zugucken, Leute. Tschö.